ขอบคุณครับขอบคุณครับHallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Bahnkopfing, heute zurück in Richtung Europa, aber mit einem Zwischenstopp. Wir fliegen mal mit einer neuen Airline. Genau, aber Bangkok geht ja erstmal wieder, ohne Test and Go. Das heißt, jetzt ist Thailand wieder offen, so wie es vorher war, fast. Und wie Stefan sagt, mit der neuen Airline Sri Lankan in der A321 erstmal nach Colombo. Und viel spannender wird eigentlich das, wird's viel spannender das nächste Video am Freitag. Wir werden es sehen, aber erstmal haben wir eine kleinere Strecke, 3 Stunden lang Business Class, und gucken, welche Lounge wir nutzen können, aber erstmal zum Check-in. So. 9.50, ach da, 9.50. Natürlich ganz da hinten. Genau. Durchgecheckt, obwohl wir 3 verschiedene Tickets haben, ist das Gepäck jetzt durchgecheckt worden über Colombo, London, Hannover. Und in London müssen wir eine Nacht im Transithotel mehr oder minder oder auch nicht übernachten. Ja, mal cool. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal zum Fast Track. Der ist ja wieder offen. Schauen, ob sie uns da nehmen. Ich glaube aber schon. Miracle Lounge. Davon gibt es ja einige hier in Bangkok, Suvarnabhumi. Da gehen wir aber jetzt hin. Wir könnten aber auch in die Turkish Airlines Lounge gehen. Aber da waren wir schon mal, als wir mit Oman Air geflogen sind. Und wie war die? Nee, gar nicht mit Oman Air, mit Gulf Air. Ah, doch, da waren wir. Ja, ich erinnere mich. Die haben wir gewechselt, die Lounge. Genau, da sind wir auch in die Miracle wieder gegangen. Ich weiß nicht. Genau, die war besser. Die Miracle Lounge. Okay, JAL Lounge können wir auch besuchen. Japanisch oder Thai? Ist jetzt die Frage. Zu, weil da liegt doch jemand. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Getränke. Oh, hier. Chicken Boiled, das mag ich ja gerne. Okay. Oh, schon. Oh, was gibt's da? Lecker Thai. Aber ist Frühstückszeit. Ja, das geht eigentlich. Und hier kann man sich auch noch Suppen bestellen: Nudelsuppe, Chicken. Mit dem Reis fehlt es halt auch schon. Essen gleich noch mehr, glaube ich. Hunger. Wir sind ja ganz früh aufgestanden. Wir haben eine Stunde noch einplanen, vom Hotel zum Flughafen. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Stunde Zeit in der Lounge. Eigentlich alles optimal gelaufen. Gut, eine Stunde nur noch? Ja, bis Boarding ist. Ja, okay. Aber Abflug Stunde 50. Also wir haben also ganz viel Zeit. Dann gucken wir mal, wie der Flug sein wird. Ah, da links ist sie. Boah, ja. Total entspanntes Boarding heute hier. Wir sind gefühlt die einzigen, die heute boarden werden. Hey, hallo. Hi, everyone. Welcome forward. Ah, das ist also die Sri Lankan A321 Neo in einer 2-2-Konfiguration in 3 Reihen. Ja. Ja, eine ähnliche Business Class hatten wir eigentlich schon mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei welcher Airline das war, aber ziemlich ähnlich aufgebaut. Das ist also so sesselmäßig in einer 2-2-Konfiguration. Großen Kopfablage. Jedenfalls, ich kann auch hier auf die, wie soll man sagen, ich kann ausklappen, man hat eine entspannte Möglichkeit, mich hier zurückzulehnen. Ja, vor mir ein Monitor. Ah, Sri Lanka.
Sri Lanka hat mehrere A320 und A321neo, hat davon aber einige noch geparkt, weil im Moment nicht so viel Flugbetrieb ist. Aber nicht gut. Naja, es gibt wahrscheinlich keine Mail-Ticket, aber es gibt hier Augenmasken und Socken, Sri Lankan Socken. Cool. Orange for me. Thank you. Ja, sie haben es leider nicht geschafft, den Champagner zu kühlen und deswegen hat sich eine Frau beschwert, nicht wir, sondern eine Frau in erster Reihe, hat alles zurückgehen lassen vom Welcome Drink. Ja, und jetzt kühlen sie ihn und bieten ihn nicht mehr an. Scheint wohl ja, die Kühlung kaputt zu sein. Das schmeckt wie so ein Kinder-Orangensaft. Oh, es wird zwar warm hier drin. Es gibt Abzüge in der B-Note. Nee, die Kühlschrank braucht jetzt die ganze Energie, deswegen wird es hier warm. Ich habe noch gar nicht erzählt, was so alles im Platz ist. Also ich habe hier, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht brauche, eine Sri Lankan-Decke. Die kann ich jetzt mal nach vorne tun. Und ein Kissen, das ist ein ziemlich großes Kissen. Auch mit dem typischen Sri Lankan-Logo. Es ist ja so ein bisschen ähnlich wie Fiji Airlines oder Airways. Fiji Airways. Da gab es ja auch ein bestimmtes Logo oder auch ein Design. Ist ähnlich auch bei Sri Lankan ebenfalls. Finde ich eigentlich ganz cool. Das Film, also quasi das gesamten Konzern wieder, diese Farben und auch das Muster. Gut, aber Sri Lanka hat verschiedene Produkte, also verschiedene Business-Class-Produkte. Einmal diese hier, in der 2-2-Konfiguration, dann gibt es aber auch welche in einer sehr alten Konfiguration, selbst mit der A330. Gibt es einmal eine 2-2-Konfiguration und einmal eine 1-2-1-Konfiguration. Ja, das war's erstmal. Mehr gibt es am Platz nicht. Also ich habe ja schon erzählt, vor mir ist ja sind so kleine Pockets, wo Dinge drin sind wie Schlafmaske, Socken, Kopfhörer sind hier drin. Wir haben jetzt ungefähr einen 3-Stunden-Flug. Vielleicht gucke ich Filme, weil es ist ein Entertainment-System hier dabei. Und eigentlich eine Menükarte auch, aber das ist die alte Menükarte. Die neue wird bestimmt ausgeteilt. Aber so könnte ich mal reinschnuppern, was es hier bei Sri Lankan zu essen geben könnte. Los geht's. Also anschnallen. Anschnallen. Und Abflug in Richtung Colombo. Wie gesagt, 3 Stunden. Und wir haben ja Glück, eigentlich wollten wir in Colombo ja bleiben. Aber aktuell sind Unruhen. Colombo. Und wir sind also nur im Transitbereich. Hoffentlich ist da auch alles in Ordnung am Flughafen. Is your life vest demonstration. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The safety information is given on a card in your seat pocket. Immediate attention of your cabin crew. Thank you, and we wish you a pleasant flight. Ja, das war schön. Na, dann machen wir das halt auch, ne? Ah, oh, Gott, du bist mal weit zurück. Der geht ganz schön weit hinter. Aber echt. Ist fast schon ein Liegesitz. Deswegen gehe ich gar nicht so weit hinter. Nee, heute, du kannst ja gar nicht mehr essen. Nichts weiter machen wollen. Man kann hier schon sehr entspannt liegen. Und, wie gesagt, mit einem Knopfdruck. Aber man kann es auch variabel einstellen. So nur die Hälfte machen. Genau. Ja, also, so schön das ist, dass das so weit hinter geht. Aber damit kann man natürlich nicht mehr so gut gucken. Der Herr neben mir, in der vorderen Reihe, das ähnliche Problem. Es geht schon,
Aber besonders toll ist das jetzt nicht mehr, muss man sagen. Also das bei den amerikanischen Airlines mit ähnlichen Sitz ein bisschen besser gelöst, glaube ich. Also ich glaube, dass das ein ähnlicher Sitz ist. Da geht es nicht ganz so weit hinter. Ist auch nicht nötig, ganz so weit hinter für solche Strecken. Der Tisch. Oh, sehr cool. Ja. Haha. Hier riecht es ja nach Zigaretten auch. Ja, als ich zeige, als der niemand geraucht hätte. Also ich, das finde ich sehr skurril hier. Es riecht in der ganzen Kabine nach Zigarettenqualm. Und es muss nicht unbedingt von der Toilette kommen. Ich glaube, dass tatsächlich im Cockpit gerade geraucht wird. Das kann ja nicht sein. Aber es ist definitiv Zigarettenrauch. Ja. Enjoy. Thank you. Chicks. Chicks ist mein Essen. Ah, ja. Sri Lanka. Also ich habe das Hühnchen gewählt. Wie gesagt, Hühnchen mit Kartoffelspalten. Eine Wurst, ein Würstchen, also wahrscheinlich auch eine Geflügelwurst und ein bisschen Gemüse dazu. Ja, das war's. Dazu ist gleich alles auf einem Tablett, die Nachspeise, Obstsalat. Und Joghurt als Vorspeise. Joghurt, das wird wahrscheinlich auch so eine Nachspeise sein. Brot kommt bestimmt auch noch. Und erinnerst dich, ist dieselbe oder die gleiche Butter wie bei Austrian? Ja, das ist so eine Joghurt-Butter, die ist so weich. Yes, I will get it. Okay, thank you. For me as well. Aber die Portion ist schon mächtig. Mhm. Da wäre er dann das Champagne. So, nach Stunde. Nach einer Stunde. Kam er dann. Also jetzt haben die auch kalt. Hat schon ganz gezittert, dass er noch nicht kommt. Doch, geht. Hyperheizig. Champagne gibt's hier. Bei Sri Lanken, habe ich jetzt gelernt, heißt es nicht Sri Lanken, Sri Lanken. Also alles ein bisschen durcheinander hier heute. Gucken, wie es weiter verläuft, aber es sind ja nur noch 2,5 Stunden Flugzeit und nach dem Essen ist wieder erstmal durch. Bin gespannt, wie der nächste Flug sein wird oder wie die Zustände in Colombo sind. Man sieht es schon, Früchte sind weg. Joghurt ist weg, der Joghurt war gut. Früchte waren gut. Toast, das letzte Stück war mir zu hart, aber... Hätte ich jetzt Hunger, hätte ich gesagt, okay, der Hunger treibt's rein, wie man so schön sagt, aber nee. Aber gut, ist ja auch kein Hochgummi-Flugzeugessen hier. Man könnte es essen, aber ich lasse es jetzt lieber mal. Ja, das normale Essen finde ich auch. Aber nichts Besonderes, ne? Nichts Besonderes, nein. Ja. Man muss es ehrlich sagen. Also, andere böse Zungen würden jetzt behaupten, ach, jetzt wo er Horn ist, ist er abgehoben? Nein, ist er nicht. Ich muss auch mal die Wahrheit sagen, wenn es nicht schmeckt. Wobei meins besser ist als deins. Ja, deins ist besser als meins, aber... Dann mache ich mal die Geschmacksprobe. Das Huhn ist jedenfalls wesentlich besser als das da, aber... Mhm. Gut, ist Mittelmaß. Der Fisch ist Mittelmaß, aber nicht gut, er ist Mittelmaß, nur Mittelmaß, weil ich auch Ost. Also ich würde sagen, ich beurteile das erst, wenn wir den nächsten Flug haben mit Sri Lankan nach London, weil dann kannst du wenigstens das Catering ab der Basis beurteilen und nicht ab Bangkok, weil ich finde es auch so schade, schon mit der Butter. Das mag zwar schön sein, aber gerade bei Austrian mit dem Leckerbrot, die haben ab Wien so gute Butter. Thank you. Thank you. Oh, I'm fine. Thank you so much. Dominik hat schon mal das Entertainment-System ausprobiert. Erstaunlich viele Filme gibt es. Ja, also ich habe jetzt den dritten Film auf Deutsch entdeckt, also mit zusätzlich deutscher Tonspur. Mhm. Wenn auch ein bisschen blöd ist mit reingucken, ne? Wenn der Vordermann so weit unten ist, kann man so schlecht in den Monitor schauen. Aber... Naja, aber er ist so hochauflösend. Jetzt kommt's. Und auch berührungsempfindlich, der Monitor. Ah, mein Kaffee. Wird ja auch zelebriert hier. Und Sri Lankan-Kekse. Huch.
Das ist ja dumm. So, dann nehme ich euch mal mit auf die Toilette. Das ist die kleine Toilette. Ah, das duftet hier sehr, aber wahrscheinlich, weil man einen bestimmten Geruch übertünchen möchte. Ja. Ja, relativ klein ist sie. Auch stoß überall an. Was habe ich jetzt auch? Oh, hier habe ich sogar. Ich habe eigene Handcreme. Einmal ein Aftershave für den Mann. Und das ist hier wahrscheinlich für die Frau. Ohne Toilette. Ah, nö. Glück für alle gedacht. Ja, das war's. Groom, is it of landing? Sri Lankan Airlines, up above the 100 line. Are you bored? Crew, disarm those aircraft, check please. So. Boah, ist es warm hier. Oh, passt ja zum Flug. Der war ja auch ganz warm, ne? Ja, die haben es ziemlich warm gemacht auf diesem Flug. Ja, ich hab geschwitzt. Ja. Mein Bauch war nass. Egal. Gut, das war's. Also im Nachhinein, Dominik hat auch schon gesagt, also, sie haben sich gut gekümmert, aber das Essen war jetzt nicht so unbedingt der Hammer. Sitz. Ah, ich finde, man ging zu weit nach hinten. Das ist ja toll, wenn man ganz vorne, die erste Reihe wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber ganz hinten, bei der nächsten Reihe, oh, wird man gleich genervt von der Armlehne und der. Ja, ging so. Aber sie waren sehr aufmerksam, muss man sagen. Also sie kam immer wieder mit Getränken. Und was ich ein bisschen komisch fand, aber gut, das ist vielleicht bei denen so, dass die vor uns tatsächlich 16 Minuten vor dem Landen noch ihr Frühstück gekriegt haben und 11 Minuten vor dem Landen, glaube ich, bei der Landung haben sie noch Kaffee ausgeteilt. Genau. Also das ist schon ein wenig. Und es hat aber nach Rauch gerochen. Genau, dort wurde geraucht. Also das ist komisch. Ja. Na, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch auf das nächste Video am kommenden Samstag. Das wird dann die A330-300 sein mit einer anderen Konfiguration, anderer Service. Wird wahrscheinlich nämlich 12 Stunden lang nach London. Mhm. Ich bin auch schon gespannt. Also bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, das ist mal weit zurück. Der geht ganz schön weit hinter. Aber echt. Fast schon liegen. Deswegen gehe ich gar nicht so weit hinter.